warten. Vorher erklärt sie noch, was Mann braucht, um Frau wirklich glücklich zu machen. Aufgepasst. Und was geht gar nicht bei dem Mann so? Bei dir, was bei mir so der Abtörner ist, ist wirklich so dumm. Yeah. Also, dass einer da sitzt und überhaupt nichts rast. Kein Witz versteht. Ich will auch nicht, dass jemand... ich hatte zum Beispiel mal ein Date sozusagen, also zu dritt, wir haben ja immer nur Dreier-Dates. Warte kurz, nee. Vierer-Dates. Also Peter und ich sitzen dann da und treffen uns mit jemandem und wir hatten wirklich vor kurzem mal ein Date mit jemandem. Warte, ich muss es verstehen. Ihr habt Dates. Ich muss ja erstmal wissen, wer ist der Mensch und dann kann ich mit demjenigen Sex haben. Also. Ach so, ihr habt privat auch mit anderen Leuten Sex. Ja, also es ist immer noch... Ich habe das jetzt erst verstanden jetzt. Also obwohl ich keine Frau aus der Dreh privat machen mit uns ab und zu, wenn die Zeit zulässt, machen wir das mal ab und zu mal. Ja. Gut, also ich habe schon echt, ich bevorzuge es zwei Männer. Ja. Gebe ich auch offen zu. Und der Mann ist okay mit einem anderen Mann, weil oft ist es so, dass Männer sagen... Also er macht nichts mit Männern, das verstehen dann viele auch falsch. Aber wie funktioniert das dann? Nur ich. Und also ich meine, eine Frau hat verschiedene interessante Ecken am Körper. Wirklich ohne Mist, ich wollte das immer schon wissen, weil wie ist das, wenn du zwei Männer hast und die sind nicht bi, die sind nicht schwul, die sind nur auf Frauen, die sind hetero. Ja. Und du bist mit beiden im Bett. Wartet der eine in der einen Ecke, bis du mit dem anderen bist und dann geht der andere... Naja, ich sag mal so, du kannst mit dieser Region viel machen, also du kannst mit dieser Region viel machen. Oh, wow. Oder du kannst halt wirklich, dass du erstmal einen